entschuldigen und sie zu beruhigen. Er forderte sie auf, mit Hilfe der Zombies alle Mitglieder der Group 935 für den Verrat an ihn zu töten. Nach diesen letzten Worten wurde Maxis von Richtofen erschossen. Samanthas Zorn stieg daraufhin ins Unermessliche und sie entfesselte die Horden der untoten Zombies. Die Apokalypse beginnt. Samantha besitzt nun die volle Kontrolle über alle Zombies auf der ganzen Welt und sie will damit nur eins: Rache. Rache an Richtofen und den restlichen verbliebenen Mitgliedern der Group 935. Richtofen flieht und schließt sich mit seinem ehemaligen Versuchsobjekten Tank Dempsey, Nikolai Belinsky und Dageo Masaki zusammen, um einen Plan zu entwickeln, Samantha ein für alle Mal zu stoppen. Doch das ist nicht seine einzige Absicht. Richtofen will mehr. Er will selbst die Kontrolle über die Zombies übernehmen und die Weltherrschaft damit an sich reißen. Ob ihm das gelingt? Oktober 1945. Der Zweite Weltkrieg war beendet und die Amerikaner und Russen nahmen die Waffenfabrik der Riese ein und zerschlugen damit die Group 935. Richtofen schaffte es aber gerade noch rechtzeitig, mit seinen Testsubjekten, denk Nikolai Takeo, auf die Map Shinonoma zu fliehen, jenem Sumpfgebiet im Pazifik, wo einst der Meteorit mit dem Element 115 einschlug. Als die Zombies dort auftauchten und auch ihn angriffen, realisierte er, dass Samantha erst dann aufhören würde, wenn sie ihre Rache bekommen und jedes Mitglied der Group 935 inklusive Richtofen ausgelöscht ist. Richtofen plante daraufhin den großen Gegenschlag und wollte alle nötigen Gegenstände zusammensuchen, um Samantha zu stoppen und selbst die Kontrolle über die Zombies zu bekommen. Takeo, Nikolai und Tank sollten ihm dabei helfen, ohne dass sie über sein eigentliches Ziel informiert waren. Die Gruppe machte sich auf den Weg in das ehemalige, nun leerstehende Hauptquartier der Group 935, der Waffenfabrik der Riese. Richtofen hoffte hier auf Hinweise in alten Unterlagen, die ihm helfen sollten, Samantha aufzuhalten. Doch sie waren nicht alleine dort. Die Zombies von Samantha warteten bereits auf sie. Und es begann ein harter Kampf um Leben und Tod. Durch die Wunderwaffe DG2 und dem darin enthaltenen Element 115 überlasteten sie unwissentlich die dortigen Teleporter und verwandelten diese in eine Zeitmaschine, mit der sie in letzter Sekunde aus der Fabrik flüchten konnten. So landeten die vier in einem verlassenen Theater, dem Kino der Toten, im Jahr 1968. Richtofen kannte das Theater. Hier sollte Maxis seinen Teleporter der deutschen Regierung vorführen, doch seit seinem Tod stand dieses leer und war verlassen. Auch hier lautete das primäre Ziel Überleben. Denn die Zombies waren bereits überall. Die Gruppe gelang es schließlich, das Theater und den dort stehenden Teleporter mit Strom zu versorgen. Mit Richtofens neuem Wissen über das Zeitreisen programmierte er den Teleporter so um, dass die vier Protagonisten erneut in letzter Sekunde flüchten können. Diesmal ein paar Jahre in die Vergangenheit. Einige Zeit vorher experimentierte ein sowjetisches Wissenschaftlerteam, die sogenannten Ascension Group, in einem Weltraumbahnhof in der ehemaligen UdSSR an neuen Technologien, um den ersten Fuß auf dem Mond vor den Amerikanern setzen zu können. Gersh war der Anführer der Ascension Group und leitete zusammen mit seinem Assistent Yuri Krawetschki die Projekte Thunder und Mercury, die sich mit der Erschaffung der Thunder Gun und des Gersh-Devices beschäftigen. Eines Tages versetzte Gersh Yuri in eine andere Abteilung und gab ihm die Aufgabe, kleine Affen mit Raketen in den Weltraum zu schießen. Yuri war sauer darüber und beschwerte sich, dass sein Wissen und sein Intellekt mit sinnlosen Aufgaben verschwendet würde. Als er irgendwann Tagebücher über das Element 115 findet, beginnt er heimlich damit zu experimentieren.
Während der Experimente übernahm ein kleines Kind, vermutlich Samantha, die Kontrolle über seinen Geist und ließ ihn verrückt spielen. Als Gersh ihm daraufhin auf seinen Zustand ansprach und ihn damit konfrontierte, eskalierte die Situation und Yuri aktivierte in seinem Wahn das zuvor gemeinsam entwickelte Gersh-Device, das Gersh in ein schwarzes Loch zog und verschwinden ließ. Erst amüsierte sich Yuri über das Ereignis, bis er kurze Zeit später die Konsequenz realisierte und seine Tat bereute. Nach der Begebenheit im Kino der Toten kamen auch die vier Protagonisten in dem sowjetischen Weltraumflughafen an, wo bereits die ersten Zombies ausgebrochen waren. Sie landeten im Jahr 1963 und während der Kampf in Russland weiterging, wurde zeitgleich auch das Pentagon in Amerika von Zombies angegriffen. Die Verhandlungen zwischen John F. Kennedy, Robert McNamara, Fidel Castro und Richard Nixon auf der Map 5 nahmen ein frühes Ende. Denn die Politiker wurden durch die Invasion überrascht und sie waren die einzigen Anwesenden, die das Pentagon verteidigen konnten. Durch eine frühere Anforderung aller 115 betriebener Wunderwaffen im amerikanischen Institutionen zu bringen, bedienten sich die vier an den dort gelagerten mächtigen Waffen und nahmen den Kampf mit den Untoten auf. Zwischendurch riefen sie die originalen Charaktere Richtofen, Tank, Nikolai und Takeo mit drei roten Telefonen an, die überall im Pentagon verteilt waren. Sie deuteten an, dass ihnen die Munition langsam ausgehe und sie den Kampf früher oder später verlieren würden. Auf Ascension ging der Kampf währenddessen weiter. Richtofen hatte diesen Ort zur Teleportation bewusst gewählt, denn er brauchte das hier entwickelte Gersh-Device. Das Gersh-Device war ein kleiner handlicher Teleporter, der Menschen von einem Ort zum anderen und quer durch die Zeit teleportieren konnte. Mit dem Gerät erhoffte er sich, eine direkte Schnittstelle zu Samantha aufzubauen und sie aus der Pyramide verdrängen zu können. Da aber Gersh selbst zuvor schon durch Yuris Aktion vom Gersh-Device eingesaugt und im Kasimir-Mechanismus gefangen wurde, kämpfte Gersh Seele gerade gegen Samantha und bat die vier Protagonisten um Hilfe. Nachdem Richtofen ein weiteres Portal aufmachte und seine drei Mitstreiter aufforderte, ihre starken Waffen darauf zu feuern, generieren sie mit Hilfe des Element 115 in den Waffen genug Energie, um die Seele von Gersh zu befreien. Als es ihnen gelungen war, bekam jeder von ihnen eine Gatling Gun als Dank. Nachdem Richtofen bemerkte, dass die direkte Teleportation zu Samantha keine gute Idee zu sein schien, öffnete er ein weiteres Portal und reiste mit dem Rest der Gruppe erneut durch die Zeit. So kehrten sie zurück zur ehemaligen Forschungsstation in Sibirien, wo Richtofen die Experimente an Tank, Nikolai und Takeo durchführte. Es war März 2011 und der Regisseur George A. Romero und sein Filmteam waren gerade dabei, einen Zombie-Film für das Kino zu produzieren. Nachdem Romero viel zum Zweiten Weltkrieg recherchierte, stieß er dabei auf alte Unterlagen der Group 935 und wählte die verlassene Forschungsstation in Sibirien, Richtofens altes Labor, als perfekten Drehort aus. Nachdem sich aber er und der größte Teil der Filmcrew in Zombies verwandelten, blieben nur noch die Schauspieler Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo und Michael Rooker übrig, um sich gegen die Zombies zur Wehr zu setzen. Die vier Protagonisten wurden bei der Teleportation aus Ascension aber in einem dunklen Raum hinter einer dicken Eisentür eingesperrt und konnten nicht heraus. Was anfangs aussah wie ein unglücklicher Zufall, war bis ins kleinste Detail von Richtofen geplant. Er teleportierte die Gruppe an diesen Ort, um einen ganz besonderen Gegenstand abzuholen, den er bei seinen früheren Experimenten hier deponierte. Nachdem sich Richtofens
Richtofen verplapperte und andeutete, dass alles nach seinem Plan ginge, geriet die Gruppe in Streit und Tank, Nikolai und Takeo schöpfen Verdacht. Richtofen bekam es mit der Angst zu tun, aufzufliegen und forderte die Schauspieler außerhalb des Raumes auf, ihm eine Flasche Wodka mit Hilfe der Ropers zu bringen, um die drei betrunken zu machen und so abzulenken. Gesagt, getan. Während Tank, Nikolai und Takeo abgelenkt waren, begann Richtofen seinen eigentlichen Intentionen durchzusetzen. Er forderte die Schauspieler ein weiteres Mal auf, ihm den zuvor deponierten Gegenstand zu bringen. Dabei handelte es sich um einen goldenen Stab, den Richtofen brauchte, um seinen Plan durchführen zu können, Samantha zu stoppen. Trotz der Zombie-Invasion in Sibirien gelang es Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo und Michael Rooker, seinem Wunsch zu erfüllen und ihm den Stab zu bringen. Damit war Richtofens Aufgabe auf dieser Karte getan und er bedankt sich bei den Schauspielern, indem er ihnen die Wunderwaffe DG2 darließ, um gegen die Horden der Zombies zu überleben. Er programmierte den Teleporter neu, um mit der Gruppe weiterzureisen, denn er wusste ganz genau, dass er nur noch einen kleinen Schritt vor der totalen Weltherrschaft stand. Fortsetzung folgt. So, das war jetzt die Zombie-Geschichte von World at War und Black Ops 1 zusammengeführt. Und im nächsten Part wird dann Black Ops 2 kommen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, wie das bei euch so ankommt. Ist ja jetzt auch ein etwas längeres Video, sage ich mal. Und es tut mir auch leid für die ganzen Versprecher und so, aber naja. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und was ich jetzt nochmal am Ende sagen wollte, schaut mal bitte, bitte, bitte in die Videobeschreibung und gebt mal auf den Kanal von unserem Designer KevPlays und lasst ihm mal ein Abo da und liked mal sein neuestes Video. Das wäre echt cool von euch, denn er leistet echt gute Arbeit. Ihr seht es ja am Intro und am Outro. Wie gesagt, wäre echt cool von euch. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Turn it up, better did you bring it back? Dollar did you turn it up? Better did you bring it back? Dollar did you turn it up? Better did you bring it back? Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. Did you turn it up? Better did you bring it back? Dollar did you turn it up? Better did you bring it back? Dollar did you turn it up? Better did you bring it back? Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. Did you turn it up? Better did you bring it back?